Auf eine Postkarte trans. Aua. So. Was geht ab? Gang. Ein Vorteilsgegenstand wurde geliefert. Warum besitze ich das? Danke? Ich habe eine Maske. Kann ich damit einfach ein Hund werden? Ich bin ein bisschen terrified. Dann doch lieber der Hut. Ich gehe mit dem Hut. Okay, das geht hart. Krank. Ich find's halt ganz cool, dass die ganzen Sachen hier wirklich nur Cosmetics sind. Und man dadurch nicht irgendwie Attribute oder so dazu kriegt. Das finde ich ganz gut. Charakterinfo. Welches Level sind wir überhaupt? Sieht man das irgendwo? Nö. Oder ist das da oben die 27? Vielleicht ist das die 27 da oben. Physischer Angriff, das ist... Die Brille geht komplett hart. Okay. Also, hier unten ging es auf jeden Fall runter zu dem Boss. Das war da vorne direkt. Und der hat uns auf jeden Fall beim letzten Mal komplett zerknüppelt. Ich liebe es vorzubestellen, damit der Deluxe Edition Pay-to-Win-Items zu kriegen. Definitiv. Ich finde das auch toll, dass das WoW wieder macht. Das ist einfach schön. Wir haben halt diese Feueraxt vorher gekriegt und ich bin am Überlegen, ob man die eventuell eher benutzen kann bei dem Boss. Sollen wir einfach mal zum Boss reingehen und mal gucken, was passiert? Einfach mal auf die Schnauze kriegen. Klingt gut, oder? Einfach mal so rein, in den Boss. Ohne Vorbereitung. Einfach auch mal machen. Weniger denken. Mehr rein. Boah, das ist so ein richtig typischer Alarm.mp3. Boah, klingt der goofy. So, moin. Es geht, Atze. Ich hab ganz schön wenig Leben. Oh. Oh, aua! Ja, das war's mit meinen Heiltränken. Hey. Bitte nicht machen. Oh. Oh nee. Ja. Lösch dem armen Mann doch mal den Schritt. Ich glaube, das würde helfen. Vielleicht würde er dann weniger aufbrausend sein. Was sagt er hier eigentlich zu einem? Before all this chaos, I'm told he's still built. How did this nightmare come to be? Jawohl. Come to be.
How did this nightmare come to be? Lief doch super. Ja, bis hierhin war erstmal gut. Das Ding ist, wir haben uns halt hier überall noch nirgends umgeguckt und sind eigentlich nur straight up zum Boss gerannt. Was? Was vielleicht auch nicht so smart war, weil man eher ein bisschen leveln sollte. Wie stupid wir da gerade runtergefallen sind. Hier kamen wir, glaube ich, her. Also, der Boss ist auf jeden Fall sehr hitzig. Das heißt, wenn man irgendwie eine Waffe hat, die kühlenden Schaden macht oder so, oder Eisschaden oder so. Ich glaube, das wäre schon krass, wenn es sowas gäbe. Und der ist halt auch wild, der da rumläuft. Weil jeder Boss hat ja eigentlich immer irgendeine Schwachstelle. Aua. Mach doch jetzt nicht so. Au. Hallo? Das ist jetzt ganz blöd gelaufen. Ich bin da so ganz doof in deine Richtung gekommen. Warte, aber wenn ich jetzt so mache? Haha! Hot, hot. Au. Ey. Ruhig. Ruhig bitte. Hey, Altair. Hallöchen. Zu konzentrieren, spielen, als hätte man keine Heiltränke mehr, während man noch ein paar Dutzend übrig hat, wäre für solche Games die perfekte Spielweise. Ich fürchte aber, dass das für den Menschen psychisch unmöglich ist, wahrscheinlich. Wir haben den gerade sogar fast platt gekriegt, was mich ein bisschen gewundert hat. Aua! Bleib ich hier an der Kiste hängen. Ich weiß halt noch nicht so wirklich. Also, auch einfach aus dem Grund, weil es jetzt schon so lange her ist, dass wir es gespielt haben. Welche Waffe ich wirklich nehmen will. Stumpfe Waffe. Dolch. Schwert. Ich glaube, die hatten wir von Anfang an, ne? Sonst eventuell Elektro, weil Metall, Mech. Ach, stimmt. Die hatten wir ja sowieso. Das ist ja die, genau, die Elektrowaffe. Haben jetzt natürlich nicht die besten Voraussetzungen, mit direkt Schaden in den Fight reinzulaufen. Könnten uns aber natürlich auch erst nochmal hier so ein bisschen weiter umgucken. Da geht's runter. Weil eigentlich ist es eh egal, weil egal wo wir jetzt anfangen. Wir erinnern uns alle nicht mehr daran, wo wir waren. Hat Holly das Game eigentlich schon gespeedrunnt? Null Deaths, härteste Schwierigkeit? Wahrscheinlich.
for my sins. I must kill more puppets. More. More. Alles fit, Bruder? All puppets must die. Every single one. Okay. I hear the sound of springs inside you. You're a puppet too. Nein. You can't fool me. Doch. All puppets must die. Kill the puppets. Oh nee. Überlebende? Aua! I wish I hadn't run away. Och nö, der hält auch so viel aus. Oh oh. I can't tell what's blood and what's oil. Oh, ich konnte gerade einmal ganz kurz backstabben. Sack. Was ich auf jeden Fall, dadurch, dass ich halt Papa Platte viel zugesehen hat, als er das Spiel jetzt gerade gespielt hatte, was ich gemerkt habe, ist, dass ich bei Dark Souls Spielen immer lieber ausweiche und das Game hier halt voll wie Sekiro eher darauf beruht, dass du die ganze Zeit parierst. Weil du dadurch halt deren Stance brichst. Aua. Und da muss man erstmal drauf klarkommen, dass man so anders dann spielt. Das wird wehtun. Oh, Junge! Du bleibst jetzt einfach bei der Seite vom Tisch, okay? Bleib einfach da. Oh. Jetzt war er zum Beispiel gerade gebrochen und hätte ich einen starken Angriff gemacht, dann hätte ich ihn bekommen. Weshalb ich ihm das Game nicht gekauft habe. Ja, verständlich. Ist schon ein anderer Spielstil, auf jeden Fall. Aber den kriegen wir eher hin als, hier. Den Boss. Aber nehmen wir bei dem mal einmal die Waffe. Oh, ich hoffe, die folgen mir nicht hier runter. Das wäre echt nervig. Ich würde gern kurz die Dinger da einsammeln, wenn das okay wäre. Danke. Voll lieb von ihm. Boah. Ich finde es so schwierig, das Timing rauszukriegen, wenn er angreift. Weil der doch so flott ist. Ich muss auch zugeben, ich will ihm eigentlich gar nicht wehtun. Und das Backstep-Timing hier ist auch ziemlich frech. I can't tell what's blood and what's oil. Aber wenn du nicht tellen kannst, was Blood und was Oil ist, solltest du mich dann gerade bekämpfen, wenn du nicht zu 100% sicher bist, dass ich keine Puppe bin? Nur so eine Frage.
Boah, zwei Parries können ihn direkt rausbringen. Wenn man sie dann hinkriegt. Moment, ist sein Schwert gebrochen? Nee. Sieht so aus, als wäre es irgendwie gerade kürzer geworden. Ist es auch? Boah, Junge! Der macht mich wütend mit seinen schnellen Angriffen. Lass mich jetzt einen starken Angriff durchbringen! Ich hasse ihn. So. Jetzt nicht greedy werden. Ein Hit noch. Oh. Ich will ihm gar nicht wehtun, digitiert so, ich hasse ihn. Damn. Was haben wir Neues von dem bekommen? Echos wahrscheinlich, oder? Damn. Dafür, dass ich dachte, dass der gar nicht so schlimm wird, hat er am Ende doch ganz schön auf die Nase gehauen. Was geht hier? Trotzdem 36 Euro. Das gibt's auch im Xbox Game Pass. Also falls sich eher jemand das ein bisschen günstiger holen möchte. Jetzt gerne nochmal da oben hin. Ah, da muss man wahrscheinlich hier einmal komplett um den ganzen Bums rum, um da überhaupt hinzukommen, oder? Sorry, wollte nicht stören. Wie ist man da oben hingekommen? Hing das hiermit zusammen? Musste man da irgendwie rechts rein? League of Legends ist auch im Game Pass. Ja, Mann. Das ist sogar ziemlich geil, dass das im Game Pass ist. Oh oh. Weil dadurch hast du die ganzen Champions und so. Das ist echt ganz fetzig. Gehen wir erstmal kurz zurück zum Hotel. Alter, League of Legends. Bestes Spiel, oder? Wieder reinsalzen. Ja, Mann. I know my way around. Reden. Mr. Benini is the richest man in Krat. His company many... Peculiar. I heard he went to shut the factory down. A stargazer is a... Ja, aber warte, hallo. I know my way.
Waffe verbessern. Okay, dafür brauchen wir diese versteckten Mondsteine. Das ist halt die einzige Waffe, die noch Zusatzschaden machen würde mit dem Dings. Mit dem Elektro. Das macht Entzünden, das könnte Feuer machen. Aber ich glaube, ein Feuerboss mit Feuer anzugreifen. Man besiegt Feuer mit Feuer, aber ich weiß jetzt nicht, ob das da so krass helfen würde. Dragon Age. Oh, Dragon Age auch krass. Oh, wir können sogar einmal upgraden. Ich finde meine Skillung, ich habe irgendwie alles gleich hochgeskillt, sieht komplett Arsch aus. Ich habe mich auf nichts spezialisiert. Meine Waffe skaliert anscheinend mit... Also mit C, mit Entschlossenheit. Und mit Technik. Ah, warte, war das jetzt zu der Waffe, die ich jetzt gerade drin habe? Weil wenn, dann würde ich ja D eigentlich nehmen. Die skaliert mit Fortschritt. Ja, das haben wir fast gar nicht geskillt. Ich mache das Spiel nach Monaten mal wieder an und ich denke jetzt schon drüber nach, dass meine Skillung komplett totarsch ist. Es ist ein Traum. Es ist doch ein Traum. Teleportieren wir uns erstmal wieder zur Fabrik und laufen da mal noch ein bisschen rum. Wir bräuchten halt noch einen versteckten Mondstein, um uns zu upgraden. Aber ich weiß nicht, wo wir die finden. Sollten uns wahrscheinlich einfach noch so ein bisschen mehr in den ganzen Orten hier umgucken. Nicht nur hier einen Boss-Rush draußen machen. Ach, hier wäre man hochgekommen. Ah. Geil, da kommt man nicht hoch. Pepper Woods ist im Game Pass. Das wird mein nächstes Horrorvideo. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich als nächstes Video auch, aber der Train ist jetzt eigentlich schon abgefahren, ob ich Don't Scream machen möchte als Video. Aber... aber überhaupt nicht reagiere und wirklich diese 18 Minuten da einfach so in der Facecam sitze. Weil Don't Scream ist leider echt ganz schön scheiße geworden. Was ich sehr traurig finde, weil ich habe mich da so drauf gefreut und am Ende ist es richtig ass geworden. Wir haben doch gerade was aufgesammelt, oder nicht? Ist das ein Teil, was man hier ranpacken kann? Comedy King, ist so, oder? Oder ein Standbild einfach reinmachen, auch geil. Die Xbox Game Pass Bar meldet sich, Freunde. Hilfe. Ja, fair. Okay. Es hätte sehr viel mehr sein können, definitiv. Wie kommt man da rüber? Ich kann nicht springen. Kann ich springen? Ich kann, glaube ich, nicht springen. Doch, ich kann springen. Wäre ich mal gesprungen. Es gibt ein Bluey-Videospiel und ich will es haben. Ist Bluey nicht dieser kleine Hund? Ist das auch so ein Erklärspiel für Kinder? So, und jetzt einen gezielten Sprung.
Ja, machen wir nochmal, oder? Moment. Ist Bluey nicht die Serie, die so gemacht ist, dass Hunde die auch sehen können? Weil das mit Farben gemacht ist, die Hunde erkennen. Ja, oh, das ist so toll. Junge, pack dein Zahnrad weg. Hunde sehen blau am besten. Oh, toll. Das ist richtig schön. Attributsreinigungsampulle. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hallo Maya. Uhu. Es kamen auch einige Meme-Sounds aus der Serie. Ah. Wie viel brauche ich denn für das nächste Mal upgraden? Kann man sich das vielleicht sogar auch irgendwie angucken? Kette. Wir haben auf jeden Fall noch eine Menge von diesen Ergos, womit wir uns... Ja, dann können wir auf jeden Fall noch einmal upgraden, denke ich. Gehen wir noch mal einmal zurück. Airport? I'm not going to the airport. Wir haben mal, Diana und ich haben mal ganz viele Folgen geguckt, weil wir da voll drauf hängen geblieben sind, weil das so süß war. Von, oh Gott, wie hieß das? Das war auch so eine Kinderserie. Die war richtig, richtig süß. Bobo Siebenschläfer. Freunde, das ist es. Bobo Siebenschläfer ist so eine süße Serie. Wie viel brauche ich zum Upgraden? Oh, wir haben perfekt genug. Und unsere Waffe skaliert jetzt gleich mit Technik. Nein, mit Fortschritt. Damit machen wir mehr Elektroblitzangriff. Oder auf Erschlossenheit für den physischen Angriff. Gehen wir mal hier auf Fortschritt. Boah, ich bin so verskillt, Junge. Alles ist im Eimer. I know my way. Dafür brauchten wir die Kurbeln, die wir haben. Technik und Entschlossenheit Kurbel. Dann skaliert das quasi eher mit den Sachen. Okay. Sollten wir aber erstmal nicht machen, weil ich noch nicht weiß, wie das da alles funktionieren soll. Mach niemals mehr solche Online-Persönlichkeitstests. Angeblich bin ich ein geistiges Alter von 60 Jahren. Aber ist ein geistiges Alter von 60 nicht... Nee, geistig ist wahrscheinlich nicht so gut, ne? Das war wahrscheinlich eher so sehr langsam im Kopf, oder? Oder soll das heißen, du bist einfach sehr weise? Das ist dann doch gut, oder nicht? Aber was macht man denn in dem Bluey-Videospiel? Das muss ich jetzt nachgucken. Jetzt habt ihr mich. Bluey-Videogame. Bilder. Das sieht, jeder Screenshot sieht aus, als ob man einfach die Serie guckt. Es würde mich nicht wundern, wenn man auf YouTube geblockt wird, weil Leute denken, man hätte die Serie hochgeladen. Den Kollegen würde ich gerne eigentlich nochmal einmal umhauen. Oder versuchen. Streamer, die das auf TikTok spielt und bekam schon Copyright-Bann, weil es so krass wie die Serie ist. Siehste?
Man kann eigentlich sehr gut damit arbeiten, dass der so langsam ist. Werkstattgewerkschaft. Und einen versteckten Mondstein. Das heißt, wir könnten jetzt die Waffe nochmal upgraden. Ist ja eigentlich ganz nice. Da müssten wir halt nur noch jetzt nochmal zurück. Was macht der Fuß eigentlich? Ich hab gerade kurz mich gefragt, wo hier in-game Fuß ist. Dem Fuß geht's wieder gut. Glücklicherweise. Das upgradet so gut wie alles. Das Gewicht geht nur ein bisschen hoch. Das ist ja ultra krass. Dadurch haben wir eine viel höhere Reduzierungsrate und so. Schön für dich. Sorry, Lena. Sorry. Ab wann ist man hier eigentlich zu schwer? Wir sind jetzt gerade über 50%. Ist das schon Kacke? Ich hab auch Krücken. Es ist schon nice. So. Alleine für den Fall, egal was jetzt passiert mit dem Fuß, man hat Krücken zu Hause. Das ist verrückt. Ich bin echt immer noch ein bisschen geflasht davon, dass man Krücken behalten darf. Ich dachte, die muss man irgendwann zurückgeben. Und die sagen dann so, hallo? Jemand anders braucht diese Krücken nun. Wo ist meine Level-Up-Frau hin? Hallo? Soll actually morgen quasi Fußkontrolle gehen. Sorry, aber Fußkontrolle klingt komplett witzig. Domi hat jetzt Corona und ich weiß nicht, was ich jetzt... Oh, nö. UB auf jeden Fall. Boom. Boom. Es wurde geupgradet. Mega dummes Timing komplett. Es ist auch einfach richtig kacke, wenn eine Person aus dem Haushalt Corona hat und die andere nicht. Weil du kannst dich ja gefühlt eigentlich nicht wirklich so in Quarantäne setzen in einem Haushalt. Und wenn ja, ist es komplett Arsch. Meine Mutter hat mir geschrieben. Freunde, vielleicht muss ich gleich nochmal kurz helfen mit Jörg. Meine Mutter hat ein Bild geschickt. Einfach random Bild schicken. Jetzt geht's aber los, du. In meiner WG schon dreimal passiert, keiner hat eine andere Person angesteckt, haben wir voll gut hinbekommen. Krass, okay. Es ist Jörg-Zeit. Boah, der Ausweicher war ein bisschen geil. Ich glaube sogar, den Boss würden wir hinkriegen. Ich müsste halt nur sein komplettes Angriffsmuster lernen und gut parryen. Ich glaube nicht, dass der Boss unbedingt über unserem Niveau ist. Also, als ich gerade eben sagte, dass ich glaube, dass der Boss nicht über unserem Niveau ist, da meinte ich, der ist doch vielleicht ganz schön stark. Nein. Nein! Okay, das ist absolut irre. Ganz wild. Ganz wild. Hat irgendjemand von euch zufälligerweise auch Sommerhaus der Stars gesehen? Diese Trash-Serie. Auf RTL Plus oder halt im Fernsehen. Oder sie mitbekommen, dass sie existiert. Dort gibt es ein Paar. Das heißt, Justine und Aben heißt, glaube ich, ihr Macker.
Und irgendwann wird gesagt, dass die aus der Nähe Osnabrück kommen. Und ich habe meine Mom gestern gefragt, ob die nicht sogar vielleicht kennt. 2005 wurde sie mit 17 Jahren zur Miss Osnabrück gewählt und 1988 wuchs sie in Bramsche auf. Das kann nicht sein. Was? Es ist doch nicht normal. Fucking Bramsche. Irre. Und die haben fast gewonnen. Also sie sind Zweiter geworden. Aber ey, Stars aus Bramsche, Freunde. Heard it here first. Aus Bramsche, ey, ich geh komplett bonkers. Warum wollen die im Kreis Osnabrück eigentlich ein Bad essen? Bad Essen, guter Ort. Miss Osnabrück finde ich auch absolut geil. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Wie frech. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal nochmal hier so ein bisschen rum. Gucken mal, was hier so geht. Au, oh, ihr seid ganz schön viele. Was ist mit ihm hier? Warum steht er da so alleine? Der da hinten steht doch bestimmt auch... Ja, das dachte ich mir. Ah, moin. Die ganze Gang ist hier. Das ist Thomas Shelby mit seinen Jungs. Miss Osnabrück, ey. Wenn ich das Diana gleich sage, die platzt. Weil wir waren richtig am Mitfiebern und haben uns gefragt, wenn die Nähe Osnabrück kommt, irgendwoher muss die ja kommen, was ich kenne. Ist das alles irre. Was ist mit ihm hier? Mhm. Miss Osnabrück. Warum bin ich eigentlich nicht Mr. Osnabrück? Yo, Atze! Was geht? Können wir vielleicht irgendwo kämpfen, wo wir ein bisschen mehr Platz haben? Oh, guck mal, wie schnell der mitkommt. Richtig lieb von dem. Ich würde einmal kurz heilen. Danke. Warum hältst du eigentlich mehr aus als der andere Kollege vorhin? Ah. Ich will nicht verbrennen, bitte. So klappt's. Schwertmeister-Amulett. König Osnabrück, ach so. Hättest du bestimmt gewonnen, wahrscheinlich. Die Reunion moderiert von Frau Geludo, wo ich krieg mich auch. Was haben wir hier? Reduziert Waffenhaltbarkeitsverlust. So. Attributsreinigungsampulle. Was geht hier? Was meint ihr, habe ich gerade getan? I did something. War hier nicht Zeug drin? Ey, yo! Ich habe einen Abfluss aufgemacht. Flupp! Slay.
Okay, also da unten gibt's auf jeden Fall... Oh, da hinten ist eine Kiste! Boah, ohne Witz, ich bin wie so eine diebische Elster, ne? Pack irgendwo eine Kiste hin, ich renn da hin. Puppe der Zukunft. Hey, Puppe. Meint ihr, wir kriegen den Tod? Au. Okay, der kann uns auf jeden Fall fast one-hitten. And he hits good. Macht er jetzt nicht nochmal? Okay. Ich hau dem die Kniescheibe da raus. Oh. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Schleifen und so ging. Ich weiß wieder, wie das mit dem Schleifen ging. Ich will nicht zu weit von ihm weg sein. Boom! Ich würde sagen, den haben wir easy hingekriegt. Ich meine, der hat sich auch nicht wirklich gewehrt und war sehr langsam. Hätten wir die jetzt nicht First Try hinbekommen, hätte ich ein bisschen geweint. Wir haben Quarz bekommen. Mit Quarz kriegt man, glaube ich, mehr Heiltränke. Klinge einer Booster-Glefe. Vielleicht ist das auch eine neue Waffe, die wir mal ausprobieren könnten. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Ergo jetzt bekommen. Wir sollten auf jeden Fall leveln. Neue Waffen ausprobieren ist ja eigentlich immer ganz nett. Ich finde es ein bisschen schade, dass man fürs Leveln immer wieder ins Hotel Krat muss und nicht einfach an dem Stargazer da direkt leveln kann. Muss man irgendwie immer so ein bisschen sehr viel unterwegs sein. Übrigens zu der Sommerhaus der Stars-Thematik. Wisst ihr, woher meine Mutter diese sehr seriöse Nachricht bekommen hat? Von web.de. Meine Lieblingsnachrichtenquelle. web.de. Oh, geil. Ja, genau das. Ich glaube, genau das hat meine Mom auch gelesen. So, wir gehen auf Fortschritt. Boah, wir können richtig viel leveln. Das ist lecker. Das war vielleicht dumm, dass wir jetzt gerade auf Fortschritt gegangen sind, weil vielleicht, wenn wir die andere Waffe nutzen wollen, geht die auf was ganz anderes. Aber ist uns erstmal kurz egal. Die geht auf Technik. Boah, die sieht halt schon geil aus, ne? Sturmhieb. Wir könnten die auch direkt einmal upgraden. Machen wir doch mal. Was ist das denn für ein Rasiermesser? Das habe ich auch mitbekommen, ja. Alex und Vanessa. Ich habe auch das mitgeguckt mit hier. Wie heißt sie?
Frau Kludulch. Der maskuline Mann. Hast du? So. Vor um 8 Uhr muss ich übrigens die Flimmerkiste ausmachen. Sonst kriege ich noch viereckige Augen. Wurde mir gesagt. Wie bitte? Das ging ab. Die Waffe macht schon echt gut Schaden, aber die ist halt auch ganz schön langsam, ne? Nee, ich werde dann tatsächlich wirklich mal so ein bisschen Thumbnails gucken und vielleicht auch mal wieder das nächste Horrorvideo aufnehmen, mal so ein bisschen überlegen, an welchen Tagen ich dann so kurze Videos bringe. Ob zweimal die Woche, dreimal die Woche. Mal schauen. Schon hart. Der ist schon ein bisschen hart. Der geht ab. Ah, die Waffe ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Muss mich noch ein bisschen mit der eingrooven. Ich finde halt absolut crazy, wie man bei dem Spiel hier viel aggressiver spielen muss. Bei Dark Souls musst du ganz oft so richtig aufpassen und vorsichtig sein. Und irgendwie ist es bei dem Game hier so, drauf, 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 was das Zeug hält. Hallo Tira, wir kommen zurück. Ohne Kind. Kind im Bettchen. Genau, hier kamen wir ganz am Anfang an. Hier können wir runterplumpsen. Ich komme übrigens immer noch nicht auf unsere Brille klar, ne? Schickes Brillchen. Moin. Oh, verrückte Hutmacher, das stimmt. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht dahingestellt. Noch eine Kiste. Was habe ich denn alles hier stehen lassen? Ist das wieder eine Waffe? Schockkartusche. Belfort. Warte, aber die Kartuschen kann man doch... Hier. Die ist schwerer. Der Status leiden lindert.
Höherer Störungswiderstand. Schockwiderstand. Okay, jetzt sind wir gerade etwas schwer. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Vielleicht bin ich hier beim ersten Mal durchlaufen wirklich zu sehr durchgelaufen. Oh Gott, nee, an dich erinnere ich mich, glaube ich. Ich glaube, der war voll kacke. Der war komplett scheiße. Ich hasse ihn. Nee. Den lasse ich so stehen wie beim letzten Mal. Den Tölpel. Jawohl, bis dann, Maya. Schön, dass du hier warst. Da ist auch ein Stargazer gewesen. Crazy. Oh, ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall da hinten irgendwo hinging. Da hinten war richtig viel Stuff. Da hatte ich auch mal irgendwas geholt, aber das ist ja halt komplett so ein Giftseezeug. Und haben die nicht sogar gespuckt? Ja. An die Kacke kann ich mich erinnern. Ich glaube aber, hier hinten habe ich schon alles geholt, was es hier zu holen gab. Ja, ja, ja. Ah. Let me go. Okay, da geht's auch nirgends hin. Nee, dann haben wir, glaube ich, tatsächlich alles gesehen. Da kam jetzt die ganze Zeit dieser Feuerball runter. Der kommt auch schon. Ich weiß gar nicht, was man hier macht. Sich wahrscheinlich hier verstecken. Trübes Ergo-Fragment. Ist jetzt nicht die Welt, aber kann man mitnehmen. Ich finde es ein bisschen frech, dass die Gegner so überhaupt nicht gestaggert werden von meinen Angriffen. Die nehmen die einfach immer so hin und denken sich, ja, chillig, schmeckt. Da war der Typ, wir erinnern uns. Hier ist Dit. Okay. Da ist der Stargazer. Was machen denn eigentlich die Angriffe hier? Also der ging ab. Der war mächtig krass. Ah, da hinten war die Kiste. Ja, dann lohnt sich's jetzt gar nicht mehr unbedingt dahin zu gehen. Weil die Kiste haben wir schon bekommen. Und nur den einen da umhauen, ich glaube, das ist jetzt nicht so krass.
können uns nochmal die Echos holen, die da jetzt gerade liegen. Und damit auf jeden Fall, ich glaube, fast zweimal nochmal leveln. Vielleicht sollten wir auch eher nochmal die Zeit nutzen, jetzt wo wir halt ein bisschen stärker geworden sind, uns in alten Gebieten noch so ein bisschen mehr umgucken. Weil ich glaube auch, dass ich da nicht alles mir angeguckt habe. Und vielleicht liegt da auch noch die Waffe rum, die total krass ist. Weil das ist ja auch ein bisschen komisch, dass vor dem Boss hier total viel Säure gezeigt wird und dann der Boss hier drin Feuer ist. Also es würde mich wundern, wenn der jetzt irgendwie Säure anfällig wäre. Ah, könnte ja sein. Dass er sich denkt, oh nee, Säure, das ist ja uncool. Obwohl, nee, das ist nicht... Ja. Sieht gleichzeitig aus wie Säure und auch wie Elektro. Gehen wir erstmal zurück. Elektrosäure, wirklich. Elektro-Titte. Klatsch schwächere Gegner aus vorherigen Umgebungen, bis du ihn klatschen kannst. So. So nämlich. Aber ich habe auf jeden Fall von Lies of P schon mitbekommen, dass es ein sehr, sehr schweres Souls-like-Game ist. Also die Bosse sind auch einfach absolut pervers schwer. Die Waffe skaliert jetzt mit Technik. Wie war das denn hier oben? Wir haben doch jetzt Quarz bekommen, ne? Konnte man Quarz dann nicht hier oben bei Geppetto, oder wie er hieß? Oder braucht man da diese Organdinger? Ne, hier brauchte man so ein P-Organ, ne? Traut sich halt niemand zu, voll. Wir haben ein Quarz. Ich glaube, das brauchen wir jetzt hier gerade. Erforderliche Gegenstände. Da können wir jetzt was reinsetzen. Und wenn wir da beide drin haben, dann haben wir die Pulszellen erhöht. Aber das, was wir jetzt reinsetzen, das hilft uns halt auch. Erhöht die Überwältigdauer eines Feindes. Verbessert Blockregeneration. Verringert den erlittenen Schaden. Lädt eine gewisse Menge an Legionen, wenn ein Feind eliminiert wird. Verringert den Ausdauerverbrauch. Lädt Fabel auf. Erhöht die durch Eliminierung erhalten Ergo, erhöht das Besitzlimit von Verbrauchsgütern, erhöht das Besitz für Wurfobjekte. Tja. Ich glaube, das hier würde ich nehmen. Genau, und um hier weiterzugehen, brauchte man, glaube ich, noch irgendwie einen Schlüssel, ne? Man braucht hier keinen Schlüssel. Ah, ne, oder ging's von da aus dann jetzt Richtung Fabrik, wo wir jetzt gerade sind? Wahrscheinlich. Ich dachte, der haut dagegen und sieht dann, dass die Tür nicht aufgeht, aber der ist einfach straight up durchgelaufen. Unerwartet. Elysion Boulevard. Ja, aber da hinten ist auf jeden Fall schon ein zusammengebauter Stargazer. Also hier waren wir schon. Ja, klar, hier ist doch am Ende der Elektroboss gewesen. Ja. Sure.
Aber das heißt, wir sollten hier jetzt auch eigentlich nicht mehr große Probleme haben. Sondern wir sollten jeden Gegner hier jetzt eigentlich ziemlich wegsmashen. Weil wir stärker geworden sind. Können jetzt halt gut die Augen mal aufhalten und gucken, ob wir hier noch irgendwelche Kisten und sowas finden. Weil ich an vielen Orten einfach nicht hingegangen bin, weil ich einfach Angst hatte, dass ich da komplett zerkloppt werde. Und hey, hier sieht's eigentlich auch recht schön aus. Moin. Boah, wir one-hitten die Hunde einfach, okay. So sieht Köln nach Karneval aus. Es stimmt. Das ist eine gute Representation. Definitiv. Nein. Menno. Ah, warte, wenn wir eh da hochgehen, dann können wir auch hier hoch. Sparen wir uns ein bisschen Weg. Müssen wir jetzt nicht nochmal komplett rumlaufen. Glaube ich, ja. Nice. Schlürferlebnis. Geil. Schlürferlebnis ist nicht schlecht. Ich sag tatsächlich gerne zu so einem sprudeligen Getränk, wie so einer Limo oder so, sage ich gerne Fun-Getränk. Das ist das Fun-Getränk. Oh oh. Spaßgetränk auch gut. Rein. Ja, ich gehe ja schon wieder rein. Danke. I'm back in the fucking building again. Elektroblitzschleifmittel. Damn. Okay, hier könnten wir eine Leiter runtergehen. Das führt dann hinten zur Tür, die wir schon mal geöffnet haben. Bunter Sprudel. Süß. Oh, ist hier oben nicht der, der einen die ganze Zeit abwirft? Und mit abwerfen meine ich abschießen. Nee, der wirft einen tatsächlich ab. Na! Boah, das war auch so eine richtig, richtig menschliche Reaktion gerade. Na! Bitte! Also! Reicht. Na, hör mal. Wirklich. Hallo, hallo. Erstmal bitte aufnehmen. Danke. Fabelkatalysator. Moin. Fallangriff. Auf wen falle ich denn?
Auf ihn. Das ist schon sehr cool, dass man die Waffe immer so schleifen muss. Hat was. Da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Item. Fallangriff auf das Holz. Wir töten heute das Holz. Es stimmt. Hier steht doch einer um die Ecke. Aua! So, und ich weiß, dass es auf jeden Fall da unten noch irgendwo hier um die Ecke hier reinging. Au, 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 au. Au. Ja, da ist nämlich sogar eine Waffenkiste oder halt eine irgendeine Ausrüstungskiste. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Das bedeutet, wir müssen hier runter und uns die schnappen. Müssen aber ein bisschen aufpassen. Weil hier sind diese komischen Puppen, die Blitz auslösen. Nice. What do we have here? Standard-Isolierungskonverter. Ja toll, den haben wir glaube ich jetzt auch schon bekommen gehabt, aber in besser, ne? Ja. Der wäre gut gewesen. Vorher. Wir haben ihn leider. Erst jetzt. Trauer. Okay. Junge, hält der was aus. Aber dort. Dort er ist. Wer hustet hier? Entschuldigung. Who's hosting? I heard you. Der Husterich. Wo geht's dahin? Das sieht aus wie eine ehrenlose Falle. Boah, wie viele versteckte Mondsteine es hier gibt. Kurz abwarten. Guck mal, ich bin elektrisierend. Toll, oder? Finde ich auch. Wer hätte das erwartet? Sternfragment. Die braucht man, glaube ich, um die ganzen, Illusionen da immer herbeizurufen, die einem beim Bosskampf helfen. Aber eigentlich, auch wenn ich den letzten gemacht habe mit dem Sternfragment, würde ich es natürlich gerne ohne machen. Das wäre schon cooler. Kann mir auch keiner nachsagen, dass ich in Easy Mode gespielt habe. Die halten immer noch ganz gut was aus. Ah, yo! Haben wir der eigentlich jemals die Puppe zurückgebracht? Beziehungsweise haben wir die Puppe gefunden? Wait a minute.
Finde bitte mein Baby im Rathaus. Waren wir schon mal im Rathaus? Weil in der Demo konnte man das finden, aber vielleicht haben sie das hier in dem Spiel jetzt woanders hingebaut. Wo man die findet. In dem Rewe Rentnerwitz. Meinst du die, wo immer wenn was übers Band gezogen wird, die, der sagt Piep? Weil ja, den kenne ich. Dieses Piep holt mich immer komplett aus dem Leben. Piep. Okay. Okay. Piep. Klasse. Boah, dass wir eher einfach deren Waffe zertrümmern, ist auch schon ein bisschen Metal, ne? Junge. So, ich würde sagen, wir hauen hier nochmal kurz alle um. Oh, da rechts ist auch noch dieser eine Übertyp, ne? Ja, komm, versuchen wir. Der hat ja noch nicht mal einen Kopf. Ich habe grundsätzlich keine Angst vor Leuten, die keinen Kopf haben. So ein persönliches Ding. Oh, no. Da ist die Babypuppe! No survivors here. Ey, yo! What do we do? Just give her that baby puppet? Mhm. Ja, die wird sich freuen, wenn sie das Ding wieder hat. Wir werden dir auch einfach sagen, dass es das ein ganz normales Baby ist. Das hat er nicht kommen sehen, das stimmt. Genau, dann geben wir das jetzt noch kurz ab. Gehen dann nochmal zurück zum Hotel und leveln nochmal. Und dann würde ich erstmal die Biege machen. Aber Lies of P macht weiterhin sehr viel Bock. Also ich kann mir vorstellen, Lies of P noch weiter zu daddeln. Auch in den nächsten Streams. Das hat mich wieder... Hat mich wieder. Oh, da war ein Hund. Den habe ich auch eben besiegt. Komplett vergessen. Nee, ich hoffe, ich mache jetzt nicht wieder eine Woche Pause. Aber ich habe momentan ja auch keinen kaputten Fuß, den ich schonen muss. Wir sehen uns, denke ich, schon wieder. In nicht allzu ferner Zukunft. You found I could sense her. Please let me hold her there. Sie ist ein süßes Menschenbaby. That's right. Kind one. Schallplatten, die du während des Spiels erhältst, können mit dem Grammophon im Hotel abgespielt werden. Mit kaputten Fuß am PC sitzen schon doof, komplett. Du kannst versuchen, den irgendwie hochzuhalten oder irgendwie zu erhöhen. Alles ist irgendwie kacke. Das Einzige, was ich echt konnte, war Bett. Bett oder Couch. Alles andere war so... Aua.
diese Brille. Sie endet mich. Piep. So. Wir möchten gerne nach Hause. Übrigens, ihr seht ja oben, sind wir gerade bei 3, ne? Also Abschnitt 3, wo wir hingehen können. Soweit ich weiß, geht das bis 12. Oder 11. Also wir haben noch endlos viele Stunden vor uns, wenn jeder Boss so schwer wird. So, wir gehen weiter auf Technik. Und dann fehlt uns 500, 700 circa. Ja, das können wir ja eigentlich mal eben kurz machen, oder? I'll use my power. Top. Gut, Freunde. Und damit machen wir dann erstmal hier... Ah, da sieht man, welche Stufe man ist. Stufe 36 bin ich, meine Kamera ist davor.